Was kannst du mir heute anbieten? Hallo und herzlich willkommen hier auf Mikrobabys Channel. Wir kümmern uns um alle Achievements aus Starfield. Und zunächst erstmal um das Hauptspiel, weil die DLCs sind noch nicht erschienen. Wir starten mit dem ersten Achievement und das ist Enter Space for the First Time. Also wir sollen zum ersten Mal ein Raumschiff betreten und abheben. Die Frontier der Discovery-Klasse heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation, auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Das Achievement ist natürlich story-basiert und passiert automatisch. Okay, wir sind zum ersten Mal abgehoben und tauchen das unendliche All ein und bekommen dafür das Achievement. Okay, alle Achievements in Starfield zu bekommen, das ist gar nicht mal so schwer. Also wir wollen jetzt nichts Unmögliches von dir. Nachdem wir nun im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich habe alle Achievements so reingeschnitten, wie ich sie auch freigeschaltet habe. Also als nächstes habe ich ein Schiff modifiziert und dafür das Achievement bekommen. Wir suchen dafür irgendeinen Landeplatz, zum Beispiel in Atlantis. Wir suchen da einen Schiffstechniker und sprechen mit ihm und modifizieren unser Schiff. Die Technik und Mechanik sollte bekannt sein. Okay, kein Problem. Und das Schiff ansehen und modifizieren. Können wir irgendeinen Teil markieren? Ich habe jetzt hier gerade den Laser markiert und dann kann ich irgendeinen anderen Laser auswählen. Mehr müssen wir für das Achievement nicht machen. Wir müssen nur noch zurückgehen und speichern. Wie man hier sehen kann, kostet natürlich auch alles Geld. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Geld. Okay, das war's. Wir haben das Achievement freigeschaltet und als nächstes kommen wir... Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn... Zu einem Achievement, was über die Hauptstory freigeschaltet wird, tritt der Constellation bei. Das passiert natürlich automatisch, wenn wir der Hauptquest folgen. Komm ruhig erstmal an. Stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. Ich weiß, dass die Akkredite alle in helle Aufregung versetzen, aber wir müssen objektiv bleiben. Negative Folgen denken. Okay, ein kleiner Schritt ist freigeschaltet und dann kommen wir mal zu einem Achievement, was nicht so viel passiert ist. Und zwar erreiche Level 5. Ich denke mal, das muss man nicht weiter erklären. Reach Level 5. Ja, wir müssen einfach so lange spielen, Erfahrungspunkte sammeln, bis wir Level 5 erreichen. Und ja, ich muss sagen, am Anfang ist das schon alles sehr heftig schwer. Wenn man noch keine Perks gesetzt hat, sind die Gegner doch extrem hart. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute Starfield nicht mögen, weil das Progressing einfach so lange dauert. Aufstieg bekommt man auch keine extra Werte, die einen irgendwie mehr Power, mehr Kraft, mehr Schuss oder sonst was geben wie andere Rollenspiele, sondern das ist alles über die Perks organisiert. Also für einen Levelaufstieg kriegen wir einen Skillpunkt und können damit unsere Fähigkeiten verbessern. Über die Hauptstory kommen wir nach Aquila und wir verhindern auf jeden Fall einen Banküberfall, das können wir gar nicht anders managen. Und dadurch öffnen wir den Freestar Ranger Fraktionsstrang, also wir werden uns automatisch mit dieser Mission beschäftigen. Hopetech? Das Frachtschiffunternehmen?
Tut mir leid, darüber weiß ich nichts. Denkst du echt, du kannst hier Forderungen stellen? Das Einzige, was du von uns kriegst, ist ein frühes Grab. Also, irgendwelche letzten Worte, die... Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich will nicht als die Wagoner in Erinnerung bleiben, die nach Generationen die Farm der Familie verloren hat. Verzeihung, Deputy, aber wir erpressen keine Credits von den Menschen, die wir beschützen. Wenn du weiter Probleme hast, melde dich. Über die Freestar Ranger Wagon Farm Mission folgen wir ein paar Fußspuren und dann treffen wir auf einen mysteriösen Mann. Und wenn wir die Mission lösen, sind wir bei den Freestar Rangers angekommen. Und dann gibt es wieder einen levelbasierten Erfolg. Erreiche Level 10, Reisender. Dafür gibt es 10 Gamerscore-Punkte, das passt. Und den habe ich einfach hier irgendwo in der Fauna Flora freigeschaltet, indem ich einfach alles Mögliche scanne. Und ja, dann gab es ein Point of Interest, also ein Merkmal, was ich gescannt habe. Und dafür gab es ein paar Erfahrungspunkte und wir haben Level 10 freigeschaltet. Steinsäulen. Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich das Achievement freigeschaltet habe, ja, war mein Fortschritt bei Scanner Information noch nicht so weit. Also da muss man dann erstmal ein paar Perks draufsetzen. Willst du unbedingt sterben? Ausreichende Informationen darüber zu bekommen, was man gescannt hat. Und den nächsten Erfolg habe ich auch über die Freestar Ranger Fraktionsquestlinie bekommen. Gezielter Schlag, dafür gibt es auch 10 Gamerscore-Punkte und wir müssen... Was ist mit Maya Cruz? Ihre Loyalität gegenüber Harl und der First Cavalry war sehr stark. Wir müssen die Mission einfach beenden. Ich schätze, das hätte ich an ihrer Stelle auch gewollt. Das sagst du jetzt. Aber so wird es vermutlich enden. Wie wär's, wenn ich es uns beiden ganz einfach mache? Wir schließen die Mission bei Alex im Hauptquartier ab und bekommen dadurch das Achievement. Bei so hoher Schwerkraft ist die Erkundung anstrengend. Hoffentlich bleiben wir nicht zu lange. Hey, Deputy. Wie läuft die Jagd nach der First? Gut, gut. Wenn du mich fragst, haben sie keine Chance. Du bist wie ein Ashter, der langsam durch das hohe Gras schleicht und auf den richtigen Augenblick wartet. Und dann, boom, sind sie erledigt. Hast du noch mehr verschlüsselte Slates gefunden? Ich stehe nämlich ganz kurz vorm Ziel. Oh, komm zu Daddy, du süßes kleines Speichermedium, du. Geh wieder auf die Jagd und überlass den Rest mir, Deputy. Dann kommen wir zum nächsten Achievement. Da müssen wir einfach nur irgendeinen Outpost bilden oder einen Außenposten erstellen. Errichte einen Außenposten Home Sweet Home. 10 Gamerscore-Punkte gibt es dafür. Und wie gesagt, muss man da eigentlich gar nichts weiter tun, außer eben nur diesen Outpost setzen. Man öffnet seinen Scanner, drückt auf X und dann hat man dieses Teil, was man hin und her bewegen kann. Und wenn man dann nochmal A drückt, dann hat man seinen Outpost, Außenposten, ja, gesetzt. Und wir bekommen dafür ein Achievement. Und ja, also wenn dir das nicht gefällt und nur das Achievement freischalten willst, dann kannst du den auch wieder löschen. Da gehst du einfach hin und ja, drückst auf X so lange, bis das weg ist. Es gibt aber noch einen weiteren Erfolg über den Outpost, wo man ganz viel Material farmen soll. Jetzt kommen wir zu einem Achievement, wo wir 100 Gegenstände
herstellen soll. Stelle 100 Items her, Replikator, ja, Craft 100 Items. Und ja, das hört sich so nach Waffenbank und sowas an, aber es ist nicht. Also ist egal, was du da herstellst. Also ich habe es an der Kochstation gemacht und das geht auch für die anderen Sachen wie Waffen herstellen. Da gibt es eigene Achievements. Also Ausrüstungsteile herstellen, verändern, modifizieren oder Waffen herstellen. Da gibt es ein eigenes Achievement und hier geht es einfach nur um Items herstellen und das machen wir an der Kochstation. Ich glaube, Pharma-Labor würde auch gehen. Ich weiß nicht mehr genau, aber das sehen wir gleich bei den abfolgenden Achievements, ob es da einen eigenen gab. Ja, jetzt, wie gesagt, produziere 500 Gesamtressourcen durch Außenposten. 20 Gamerscore gibt es dafür. Ist ein rar Achievement. Ja, und ich lande dafür auf der Venus, weil die Venus ein Tag-Nacht-Rhythmus hat, was nicht ganz dem entspricht der UC-Time. Bei der Venus müssen wir ein paar Stunden schlafen und es vergeht woanders ganz viel Zeit und wenn ich einen Outpost gebildet habe, wie hier, mit ganz viel Ressourcen sammeln, dann kann ich noch ein bisschen farmen auf der Venus und mich hinlegen, schlafen und dann vergeht ganz viel UC-Time und ja, dann habe ich ganz viel Sachen gefarmt, produziert, Ressourcen abgebaut und dann schaltet sich das Achievement frei. Es gibt aber auch noch andere Planeten, wo die Zeit sehr schnell vergeht. Und es gibt sogar auch Monde, wo die UC-Zeit sehr schnell vergeht und ich ganz viel Sachen farmen, ernten kann. Suchen wir uns einfach einen Stern aus und los. Zum Beispiel auf dem Mond Copernicus 4. Hast du was Gutes gelesen? Der ist genauso wie die Venus. Dann kommen wir zum Achievement Nummer 11. Ein Mensch für alle Fälle. Ach ja? Lass mich sehen. Oh, davon habe ich nichts gewusst. Ich dachte, sie mag mich nicht, weil sie so reserviert ist. Darum schickte ich Vertreter, um meine Schulden zu verhandeln. Für das Achievement sollen wir einfach 30 Aktivitäten abschließen. Dabei mag ich sie. Oh, so habe ich das nicht gemeint. Ich meinte, ich bewundere ihren Geschäftssinn. Guckt mich an, mir schwitzen die Hände. So oder so hast du mir geholfen. Und das wäre toll, einfach großartig. Wenn du mein Gewissen von seinen Schulden befreist, wäre das toll. Mich beschäftigt das so sehr, ich führe sogar Tagebuch. Und mach dir wegen der Bezahlung keine Gedanken. Du wirst nicht enttäuscht, versprochen. McKenna's halten ihr Wort. Er hat den Laden mit Ausrüstung von uns ausgestattet. Hat jede Menge Geld investiert, das er nicht hatte. Und dann sollen wir 30 Terminal-Missionen abschließen, das heißt Privatier. Schließe 30 Terminal oder sonstige Missionen ab, dafür gibt es 10 Gamerscore-Punkte. Und das habe ich hier gemacht in Neon auf Volley. Stimmt, ich will nur ihr Bestes. Borel wird dich hassen, wenn du die Slate behältst. Oh nein, sie sollte wissen, wie sehr ich sie feiere. Borel wäre sehr dankbar, wenn du die Slate zurückgibst. Echt? Ich dachte, sie kennt mich überhaupt nicht. Ich sage es ungern. Aber du hast recht. Okay, hier ist die Slate. Aber nächstes Mal will ich eine so geile Mod hören, dass mir das Hirn explodiert.
Die Lösungen für die Dialoge sind nicht immer gleich. Wenn man das nochmal spielt, dann muss man manchmal andere Optionen wählen. Manchmal bricht sie, bevor man sie reiten kann. Darum dieses Slate. Sie ist wie eine Welle auf Abruf, ein Gefühl. Danke, dass du sie mir zurückgebracht hast. Also ich habe am Anfang normale Missionen mehr gemacht als Terminal-Missionen. Ja, es wurde wohl nichts heruntergeladen oder manipuliert. Ich bin fast froh, dass es ein Fan war, kein Konkurrent. Über die Hauptmissionen kommen wir zu jeder Fraktion und können dadurch alle Fraktionsmissionen aufnehmen. Keine Anzeige. Entweder versteckt er sich oder... Du hast es geschafft? Oh, Himmel! Du hast einem Terrormorph den Garaus gemacht. Und lernen Hadrian kennen und sind mitten im UC-Fraktionsmissionsstrang drinne. Und schalten das Achievement Tritt der UC bei frei. Das Achievement schalten wir allerdings bei Commander Tuala frei und dafür müssen wir nach Jemison zurückreisen. Eigentlich solltest du in deiner nächsten Mission die UC System Defense gegen die Crimson Fleet unterstützen. Aber jetzt hast du zwei Optionen. Entweder begibst du dich zur UC Vigilance und hilfst der SysDev, oder du lieferst die Probe aus. Ich veranlasse für beides die entsprechenden Freigaben. Das sind deine ersten offiziellen Befehle. Und hier, damit jeder weiß, dass du bei den Vanguard bist. Willkommen in der Navy, Captain. Die Vanguard hat auch spezielle Schiffsmodifikationen. Wenn du das nächste Mal im Raumhafen bist, erhältst du Zugriff darauf. Rede mit der Schiffswartung. Falls das alles war, schlage ich vor, dass du ausrückst. Okay, das war's. Routinearbeit ist dafür notwendig und wir haben das abgeschlossen. Und das Achievement Tritt der UC Vanguard frei. Das nächste Achievement ist ein bisschen verwirrend, weil greife auf 50 Computer zu. Da könnte man denken, man muss die alle hacken. Dem ist nicht so. Das Ganze ist viel einfacher. Wir müssen einfach nur auf irgendwelche Computer-Terminals zugreifen und das kann alles mögliche sein. Und wenn es auch nur ein Verkaufscomputer ist oder Terminal, dann schalten wir das frei oder es wird auch gezählt oder gewertet. Geht riecht komisch. Nach Chemikalien und Rauch. Ja, das kann ein Verkaufsterminal sein oder ich mich eben dort trotzdem lieber nicht. Ein Computer, der alles beschreibt zu einer Stadt, so ein Reiseführer-Computer oder ja irgendwas. Wir müssen also nichts hacken für dieses Achievement. Willkommen. Brauchst du Treibstoff oder Wartung? Für Terminals hacken, also dafür gibt es noch ein eigenes anderes Achievement. Hier müssen wir einfach nur drauf zugreifen auf irgendwelche Computer. Ich bin drin, greife auf 50 Computer zu. 20 Gamerscore-Punkte gibt es dafür. Als nächstes bekommen wir ein Exploring Achievement. Wir sollen 20 Sternensysteme besuchen. Dafür gibt es 10 Gamerscore-Punkte und heißt Sternenkartograf. Auch hierfür gibt es ein zweites Achievement, wo man alle Sternensysteme besuchen soll. Das kommt später und ich habe auch dazu schon ein Videoguide gemacht. Souverän, was hast du jetzt, Dad? Apropos, wir sind hier gerade in Copernicus, ganz zufällig auf Copernicus 4. Da ist ein Mond und da vergeht die Zeit besonders schnell. Rufe unbekanntes Schiff. Hier sind Kolonisten in Not. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Wir sind Zivilisten, die Hilfe brauchen. Oh, vielen Dank. Das letzte Schiff ist hergesprungen und dann wieder verschwunden, ohne auch nur zu grüßen. Davon kriege ich nie genug. Na
Haltestelle fixiert. Runter mit uns. Okay, dann landen wir mal eben hier und schalten das nächste Achievement frei. Und zwar Release 20 Skill-Magazine, Wissensdurst, 10 Gamerscore-Punkte gibt es und war ein Achievement. Und ich habe das hier in Wladimirs Haus freigeschaltet. Für mich war das das Kriegs Tagebuch 3 hier in Wladimirs Haus. Ja, ich gucke mich noch ein bisschen um und suche natürlich immer nach Skill-Magazinen. Und hier habe ich auch gleich eins gefunden. Da auf dem Tisch liegt es. Crew und Begleiter verursachen zusätzlichen Schaden. Das finden wir immer gut. Wissensdurst. 20 Skill-Magazine haben wir uns geholt. Und dann checken wir nochmal eben Wladimirs Haus ein bisschen ab. Und ja, also wenn du da landest, sehr grüner Planet. Am Anfang gibt es sehr viele, an anderer Landestelle gibt es sehr viele Aliens, die dir sehr viele Erfahrungspunkte geben, die du aber auch töten kannst. Also Wladimirs Haus ist so ab Level 20, ja, ein guter Ort. Dann sollen wir 500 anorganische Ressourcen sammeln. Das ist auch ein Ra-Achievement. Anorganisch, das sind natürlich irgendwelche, ja, Steine, Mineralien. All die Sachen, die ich mit dem Scanner und dem Cutter rausschneiden kann und farmen kann. Hier jetzt natürlich nicht der Alien, das ist es nicht. Hier haben wir was. Kobalt. Da haben wir eine tote Kreatur, die zählt nicht. Hier haben wir ein bisschen Platin, das können wir abbauen. Du kannst ja auch das Spiel durchspielen, ein Paralleluniversum betreten und deine Kräfte sammeln. Und es gibt eine Kraft, die das alles automatisch für dich macht. Du musst dann nicht zu jedem einzelnen Stein mit deinem Scanner hinlaufen und deinen Cutter rausschneiden. Du drückst einfach einen Knopf und sammelst automatisch alle Ressourcen auf dem Planeten oder an der Landestelle ein. Das ist also ein Achievement, was man sich dafür aufsparen kann. Ja, und als nächstes kommt ein Level-basiertes Achievement, Elite, erreiche Level 25. Ich denke mal, das ist alles selbsterklärend. Wir sollen Level 25 erreichen. Und da ist es, Level 25. Wir haben einen Skillpunkt verdient. Durch jeden Levelaufstieg bekommen wir einen Skillpunkt. Und keinen Boost auf irgendwelche charakterbasierte Werte, wie es andere Rollenspiele so machen. Und dann sollen wir 300 Gegner eliminieren, und zwar menschliche Gegner. Es gibt auch noch das Ganze als Alien-Version, aber hier dunkle Materie. Eliminiere 300 menschliche Gegner. 20 Gamerscore-Punkte gibt es dafür. Und hier im Video ist es das 19. Achievement. Das hast du nicht ganz durchdacht, hä? Töte die! Magazin ist näher! Lade nach! Schon alles? Einfach weg.
jetzt kommen wir zu der Alien-Version. Wir sollen 300 Kreaturen töten. Wieder einer weniger. 20 Gamerscore-Punkte gibt es dafür und ist auch ein Achievement. Achievement bringt uns zur Crimson Fleet. Wir sollen der Crimson Fleet beitreten. Turm trifft König und wie bei allen diesen Fraktions-Achievements. Wenn du der Hauptmission folgst, dann wirst du diese Mission berühren und du musst einfach nur noch die Mission annehmen und dann folgst du dem Missionsstrang der Crimson Fleet. Du brauchst nur noch Delgados Segen. Dann gehörst du zu uns. Hör nicht auf sie. Wenn wir Cricks Vermächtnis in die Finger bekommen, hebt das die Fleet auf ein völlig neues Niveau. Dann sind wir der UC Systev mehr als nur ebenbürtig. Aber Fakten sind kaum dabei. Manche glauben daran, manche weniger. Exakt. Langsam begreifst du es. Okay, genug geredet. Wir haben viel Arbeit vor uns. Und unser nächster Halt ist das Schloss. Jazz hat die Koordinaten auf deinen Schiffscomputer geladen. Nachdem Mathis kein Schiff hat, fliegt er bei mir mit. Wir sehen uns da unten, Neuling. Lass mich nicht warten. Lassen wir doch ein paar Sachen hier und komm nochmal her. Wenn du ein paar Threads übrig hast oder Schrott loswerden willst, geh ins Depot. Und da ist das Achievement und wir brauchen auch keine Angst haben. Wir können dem Missionsstrang einfach folgen und am Ende haben wir die Wahl zwischen UC Death und den Crimson Fleet Mitgliedern. Wie vorhin angesprochen, gibt es jetzt auch noch ein extra Achievement für Cyberknacker, überwinde 50 digitale Schlösser. Für den Erfolg sollen wir 50 Computer hacken. Wohl um schnell abhauen zu können. Wir sind jetzt bei Achievement 22 von 50 und ich hacke jetzt hier mein 50. Terminal. Hat ja ewig gedauert. Geh ans Intercom. Und hab damit 50 digitale Schlösser überwunden. Warum warst du denn so lange? Geh ans Intercom, wir müssen reden. Weniger reden, mehr suchen, okay? Und beim nächsten Achievement ist es auch einfacher, als man denkt. Rekrutiere 50 verschiedene Begleiter. Familie kann man sich aussuchen. 20 Gamerscore-Punkte gibt es dafür. Es ist einfacher, als man denkt. Wenn du die Varun-Fanatiker nicht so schlimm findest, muss ich dich unbedingt in Aktion sehen. Klar, kein Problem. Ich freue mich auf das Abenteuer. Es ist einfacher, als man denkt, weil wenn man der Hauptstory folgt, bekommt man automatisch 9 Begleiter. Und viele vergessen immer ein paar. Also 9 Begleiter kriegst du über die Hauptstory und Fraktionen. Guter Plan. Wir unterhalten uns später. Danke nochmal für die Rettung. Und dann braucht man nur noch einen anheuern. Hier habe ich jetzt einen, den 10. angeheuert. Den kann man auf Jamison am Raumhafen anheuern oder hier bei der Crimson Fleet. Und hier sind alle Begleiter, die wir über die Hauptstory bekommen. Wir sehen hier 10 Begleiter, wobei Cora Co. und Sam Co. als ein Begleiter zählt. Das nächste Achievement ist auch storybasiert. Besser geht nicht. Schließe besser geht nicht ab mit 10 Gamerscore-Punkte. Und das ist bei der UC Systev. Die Crimson Fleet konkurriert mit der Systev und du kannst dich irgendwann entscheiden. Ich habe nächste Woche Dienst in der Messe. Was trifft ihr?
Der Commander weiß, welches Opfer du mit deinem... Offenbar hast du eine ziemlich ereignisreiche Mission hinter dir. Juan Da Yu zur Tarnung zu verraten, war ein gefährlicher Schachzug. Hat sich aber wohl ausgezahlt. Verstanden. Bevor du gehst, du solltest wissen, dass deine Bemühungen helfen, Interesse bei meinen Vorgesetzten zu wecken. Sie fangen endlich an zu glauben, dass wir die Crimson Fleet besiegen und den peinlichen Fehler der UC wiedergutmachen können. Doch, aber das ist ein kalkuliertes Risiko. Wurde auch Zeit. Na gut, ich denke, das wäre vorerst alles. Ich freue mich schon auf den nächsten Bericht. Viel Glück und sei vorsichtig. Mit der Mission Besser geht nicht, werden wir einfach nur eingeführt in die UC Dev, sodass wir Informationen von der Crimson Fleet dort abgeben können. Also nur die Mission aufnehmen und nicht abschließen. Mit der Mission Das Ende des Vermächtnisses. 30 Gamerscore-Punkte gibt es dafür. Da schließen wir den Missionsstrang der Crimson Fleet-Fraktion ab. Ich weiß nicht, warum du mir hilfst. Aber ich hoffe, das ist nicht wieder einer deiner Tricks. Wir haben am Ende die Möglichkeit, Shinya zu befreien von seiner Bombe. Damit ich den Rest meines Lebens als Unbekannter in meiner Zelle schmore? Warum sollte ich das tun? Das ist nicht das Ende deiner Geschichte, außer du stirbst hier. Meine Geschichte endet sowieso. Aber so schlage ich das Buch immerhin selbst zu. Es ist keine Lösung, die Station in die Luft zu jagen. Es muss nicht immer alles logisch sein. Die Sysdeath kann ihren Sieg haben. Ich freue mich, wenn du nicht dabei warst. Du hast auf mich aufgepasst, als ich bei der Fleet war. Ich revanchiere mich jetzt. Du hast es bemerkt. Und ja, Leute davon abzuhalten, dich hinterrücks zu erstechen, war nicht einfach. Wenn du den Reaktor nicht abschaltest, hole ich mir dich und häute dich bei lebendigem Leib. Wenn jemand so wütend sein sollte, Verräterschwein, dann ich. Aber immerhin lügst du nicht mehr. Also schön. Ich fahre die Reaktoren herunter. Da die Legacy weg ist, treiben wir sowieso nur herum. Doch bevor du mich von Ikandel verhaften lässt, will ich dir zum Abschied noch was sagen. Ob du es weißt oder nicht, du bist ein verdammt guter Pirat. Dankeschön. Es liegt dir im Blut. Irgendwann wird dich das alles einholen. Und ich warte dann in meiner Zelle mit einem Wissenden. Hab ich's dir doch gesagt. Wie bereits erwähnt, kannst du die Bombe entschärfen oder abschalten, egal wie du dich entscheidest. Du bekommst das Achievement für den Abschluss der Mission. Das Ganze gibt mir irgendwie so ein bisschen Fallout 3 Vibes. Das Achievement bekommen wir aber jetzt nicht gleich hier sofort, sondern wir müssen erst zurückreisen. Wir müssen mit Commander Ikande sprechen auf der UC Sysdeath auf dem Raumschiff. Und dann haben wir die Mission abgeschlossen, egal wie rum du dich entscheidest. Danach ist das eine oder andere nicht mehr verfügbar. Danke, das war sehr großzügig. Danke mir noch nicht. Hätte ich allein entschieden, würdest du deutlich mehr bekommen, als sie dir geben. Vergiss uns einfache Leute nicht, ja? Jetzt, da du reich und berühmt bist. Decorum, Lieutenant. Oh Mann, ich werde dich echt vermissen. Du bist inzwischen ein wichtiger Teil unseres Teams. Ohne dich wird es nicht mehr wie früher sein. Aber wenn du bei uns bleiben willst, kann ich dir Zugang zur Auftragsbörse der Sysdeath geben. Das heißt, falls du es noch länger auf der Vigilance aushältst. Es wäre mir eine Ehre, weiter mit euch zu arbeiten. Ausgezeichnet. Freut mich, dass wir dich nicht vergrault haben. Genug geredet. Du hast eine Pause verdient und solltest das erstmal feiern. Hier ist dein Lohn, wie versprochen. Wohin es dich auch verschlägt, meine besten Wünsche begleiten dich. Ja, wie gesagt, du kannst dich so rum oder so rum entscheiden. Der Commander wirkt glücklicher. Das verdanken wir dir. Aber je nachdem, wie du dich entscheidest, du verwirkst nicht das Achievement. Das haben sie eigentlich ganz gut so gelöst für alle Leute, die nicht so oft ihre Spielstände laden wollen. Über die Auftrag. Flottenkommandant, sammle 10 Raumschiffe, ist das nächste Achievement. 20 Gamerscore-Punkte gibt es dafür. Und ist das 26. Achievement hier im Video. Und ja, wir müssen Raumschiffe sammeln. Einige können wir einfach so stehlen. Wir können im Weltraum welche kapern. Wir können aber auch ganz normale Missionen spielen. Also zum Beispiel da den
Three-Star Rangern. Da bekommt man ein Raumschiff. Wir können die Mantis-Mission spielen. Da bekommen wir ein Raumschiff. Ja, also es gibt verschiedene Arten, an Raumschiff heranzukommen. Hier kapere ich jetzt gerade ein Raumschiff. Oh, schlechte Idee. Und natürlich kann man auch einfach Raumschiffe beim Techniker im Raumhafen kaufen. Das zählt natürlich auch. Also insgesamt muss man einfach nur irgendwie... Was kann ich denn für dich, die Mitkern? 10 Raumschiffe besitzen. Finale Umlaufbahn erreicht. Orbit stabil. Wie erwähnt, gibt es auch das Waffenherstellen Modifizieren Achievement. Waffennah modifiziere 50 Waffen, 30 Gamerscore-Punkte gibt es dafür und ist rar Achievement. Um das Ganze gut machen zu können, müssen wir bei dem Forschungslab einige Materialien sammeln, die scannen, analysieren und einen Rang aufsteigen. Und dann können wir unsere Waffen beliebig modifizieren und anpassen, und das sollen wir eben irgendwie 50 Mal machen. Aber es reicht auch aus, wenn man einfach nur die niedrigste Stufe irgendwas modifiziert. Entscheidend ist eben, dass man irgendwas an seiner Waffe verändert, und das zählt. Das Ganze macht man an der Werkbank, und die steht überall rum, sogar in Missionen oder an irgendwelchen Militärlager oder sonst was, oder in deinem Outpost kannst du welche bauen, oder hier in der Loge unten im Keller steht alles rum, was man braucht. Für das nächste Achievement müssen wir Level 50 erreichen und das ja Erfahrungspunkte sammeln irgendwo und immer aufsteigen und Level 50 erreichen. Ich persönlich habe das hier bei dem Erforschen mit dem Scanner und auf der Suche nach neuen Lebensformen erreicht. Dafür bekommen wir auch ein paar Erfahrungspunkte, und ja, hier war es soweit. Das nächste Achievement sollen wir auf 100 Planeten landen. Das sehen wir hier. Das ist das 29. Achievement hier im Video. Auf festem Boden. 20 Gamerscore-Punkte gibt es dafür und ist natürlich ein Rar-Achievement. Auch das Achievement ist ziemlich selbsterklärend. Wir sollen einfach 100 Mal auf irgendein Planet landen. Und hier auf Schrödinger oder Schrödinger 8a ist es für mich passiert. Fahrwerk ist bereit. Und neben dem anorganischen Achievement gibt es natürlich auch ein organisches Achievement, also Leben gebiert Leben. 20 Gamerpunkte gibt es dafür und wir sollen 500 mal organisches Leben sammeln, und das können wir hier abchecken unter den statistischen Werten beim Charakter, dort unter Herstellung und unter gesammelte organische Ressourcen. Darunter zählt natürlich das gesamte Gestrüpp hier. Für das nächste Achievement sollen wir Outposts miteinander verbinden. Das Achievement heißt Wirtschaftskapitän, verbinde 5 Außenposten mit Frachtlinks.
10 Gamerscore-Punkte gibt es dafür. Wir brauchen dafür 2 Außenposten, die müssen wir miteinander verbinden. Das tun wir mit den Frachtlinks-Intersystemen oder den normalen. Und ja, wir müssen dann die Outposts mit den Außenposten, die Frachtlinks, wir brauchen da immer Helium für. Wir müssen das Teil mit Helium versorgen und dann können wir... anderen Außenposten anwählen als Transfer und dann startet so ein Raumschiff und fliegt zu dem anderen Planeten oder zu der anderen Außenbasis und bringt da Materialien hin. Oft funktioniert das nicht, dieses Auswählen der anderen Planeten, der Frachtlinks, weil man gerade kein Helium hat. Ja, und wir haben es gesehen, verbinde 5 Außenposten. Wir sehen jetzt hier den Skillbaum, weil dort war 4 von 5 markiert. Also es war mein 5er hier. Und ja, das macht richtig Spaß und ist wirklich ein Highlight von Starfield. Mach das mal, ist dope. Weiter geht es zum nächsten Achievement. Wir sollen ins Unbekannte abschließen. Dafür gibt es 10 Gamerscore-Punkte und man kann es erahnen, wir schließen das Achievement über die Hauptstory ab. Über diese Mission werden wir zum ersten Mal in die Tempel und ihre Kräfte eingeführt. Tada! Zur Seite! Wir sind da! Wir bekommen über die Mission zum ersten Mal eine Powerkraft, Antigravitationsfeld. Das ist immer gleich bei jedem Spieler und ist nicht random basiert. Wir müssen das Tor durchschreiten und dann bekommen wir die Kraft. Später weiter ins Unbekannte und so weiter. Dann warten auch Sternenblüter auf uns, um uns zu bekämpfen. Und dann sind die auch grundsätzlich im Spiel vorhanden. Na, das war ja mal ein Anblick. Dir geht's gut, ja? Bringen wir dich sicherheitshalber zur Loge zurück, dann reden wir. Glaub ja nicht, dass der Tempel rein zufällig auf dich reagiert hat. Die Artefakte, die Visionen und deine neue Kraft, das alles passt irgendwie zusammen. Das alles hält uns auf Trab. Naja, drückt das Glück da draußen. Ich suche weiter nach planetaren Anomalien, die zu unseren Artefakten passen. Hast du kurz Zeit? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. So sehr ich es auch liebe, neue Fragen zu entdecken, ein paar Antworten hier und da. Wir haben es gehört, wir werden angesprochen. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, Geld macht's möglich zu spielen. Der Missionsmarker ist auch schon über Walter Straut. Über die Mission reisen wir nach Volley 2, genauer gesagt nach Neon. Und dort lösen wir ein paar Aufgaben mit Walter Straut. Wenn wir die Mission komplett abgeschlossen haben, bekommen wir das Achievement dafür. Also storybasiert. Ich bin mit meinem Drink beschäftigt. Ach ja? Ihr habt in ein paar Minuten ein Meeting, oder? In einer dieser schicken VIP-Lounges. Da fällt mir ein, dass ich los muss. Er wird das Doppelte der abgemachten Summe verlangen. Ganz normal. Vielleicht droht er auch zu gehen. Letztendlich spielt der Kaufbetrag keine Rolle. Ich schneide uns hier die Mission ein bisschen zurecht, damit wir uns später noch erinnern können, was genau bei der Mission los war. In Momenten wie diesen liebe ich es einfach, in Neon Geschäfte zu machen. Wir haben die Chance, hier den Richter zu spielen und zu entscheiden, was mit ihm passiert. Oh nein. Ihr, Slayton, hat wirklich einen kranken Sinn für Humor. Er will, dass ich über dein Schicksal entscheide. Klingt so, als hätten wir einen ihrer Berge entdeckt. Das war ein großer Erfolg. Danke, dass ich den neuesten Stern am Himmel der Constellation begleiten durfte. verzeih das Wortspiel. Wie geht's dir, Liebes? Alles gut. Aber noch besser wäre es...
Lass Hast du ran. Kurz Zeit? Noch besser wäre es, wenn du mir wieder Geld bekämst. Warum sollte dieses Wissen gefährlich sein? Wir müssen auf Abstand zu euch bleiben. Wir schreiten nur ein, weil wir es müssen. Die Scans behagen mir nicht. Die Energiewerte dieses Schiffs sind außergewöhnlich. Fahren wir den Grafantrieb hoch? Das könnte klappen. Wir begegnen den Gesandten und schließen damit die Mission ab und kommen zum nächsten Achievement. Wir schaffen das. Festhalten! Was da wäre, weiter ins Unbekannte. Dafür gibt es 20 Gamerscore-Punkte. Das sehen wir jetzt hier genauer. Wir haben also jetzt hier einige Story-related Achievements, die man gar nicht verpassen kann. Insgesamt kann man eigentlich kaum ein Achievement verpassen. E-Balken, ihr seid da draußen ganz schön durchgeschüttelt worden. Mit diesen Sternenblütern ist nicht zu spaßen. Bereit zum Aufbruch? Das Auge sieht zwar die Artefakte, aber leider nicht unsere neuen Konkurrenten. Dafür braucht es mehr als uns beide. Hab noch ein paar Leute gefragt. Sie sind schon auf dem Weg. Ab jetzt tauchen die Sternblüter überall im Spiel auf. Du kannst auch, wenn du Raumschiffe kapern willst, auf Sternblüter Raumschiffe treffen. Es ist ruhiger hier, seit Wladimir dauerhaft auf das Auge gezogen ist. Und dann kommen wir weiter zum nächsten Achievement. Das ist ein hoher Preis. Da gibt es auch wieder 20 Gamerscore-Punkte für. Und ist wieder ein Teil der Hauptgeschichte. Du kannst es nicht verpassen. Und hier sehen wir nochmal den Questlog. Über die Mission bekommen wir das Amylar und dann können wir entscheiden, ob wir das an unser Schiff anbauen oder an einen Außenposten anbringen wollen. Egal wie wir uns entscheiden, beides hat seine Vorteile. Ein Besuch beim Sanktum könnte wirklich aufschlussreich sein. Danke. Ich weiß, es ist ein Schuss ins Blaue, aber es fühlt sich einfach richtig an. Wir treffen uns dort. Keine Sternblüter mehr. Bis man Gefahr läuft, ihn zu verlieren. Ja, wir können uns erahnen, jedes Constellation-Mitglied hat seine eigene Story innerhalb der Hauptgeschichte und wir sind jetzt mittlerweile bei Matteo angekommen. Alle anderen haben wir schon fast durch. Aber jetzt kommen wir auch mal zum anderen Achievement. Erreiche die maximale Beziehungsstufe. Dafür gibt es 20 Gamerscore-Punkte und wird für immer ein Rar-Achievement sein. Egal, wie häufig du mit deinen Begleitern flirtest oder sie bezirzt. Das Achievement kannst du erst ab einer bestimmten Stelle in der Hauptgeschichte freischalten oder genauer gesagt die Begleiter heiraten. Ich schmelze einfach dahin, wenn du so etwas zu mir sagst. Ich liebe dich und bin für immer dankbar, jemanden wie dich in meinem Leben zu haben. Und jetzt komm. Aja wartet auf uns. War mir ein Vergnügen. Tja, ihr beide seid willkommen, so lange zu bleiben, wie ihr wollt. So, nun heißt es wohl Abschied nehmen. Ich wünsche euch Glück und Gesundheit in eurem gemeinsamen Leben. Ich werde das nie vergessen, Aja. Danke. Die Hochzeit war wunderbar. Es war mir eine Ehre, sie zu leiten. Ab jetzt haben wir ein Poster von dem Begleiter freigeschaltet, den wir heiraten können.
Wir können dieses Poster in unser Outpost oder Außenposten aufhängen. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, ein Memorial von dem Constellation-Mitglied, welches verstorben ist, und ja, aber nur wenn es wirklich verstorben ist. Auch das können wir in unserem Außenposten aufstellen, über das Baumenü auswählen. Und dann schalten wir jetzt das In Ihre Fußstapfen Achievement frei. Dafür gibt es 20 Gamerscore-Punkte. Du hast mich gefunden. Ja, es war richtig, dich gehen zu lassen. Hüter Aquilo schickt mich. Ich soll die wahre Bedeutung der Allheit herausfinden. Ich will einen Waffenstillstand. Unter uns dreien. Damit du Zeit hast nachzudenken, wie du dich der Allheit nähern willst. Auf meine Weise oder die des Hunters. Ein Teil von mir fragt sich, was sie über das, was du erfahren hast, sagen werden. Aber das überlasse ich dir. Okay, ich habe mir Mühe gegeben, die Spoiler-Achievements so weit oder so spät wie möglich im Video zu zeigen oder abzubilden. Und dann kommen wir auch weiter zum nächsten Achievement. Und das wäre... Verwickelt, schließe verwickelt ab. Die Mission heißt nicht ohne Grund so, denn man kann ein Ende herbeiführen, womit alle zufrieden sind und alle glücklich sind. Aber das ist gar nicht so einfach und auf YouTube findest du die Lösungsvideos dazu. Ich versuche hier ein bisschen die Mission zu skizzieren, aber letztendlich musst du das am besten selber spielen. Braucht auch ein bisschen Zeit, zumindest wenn man alles selber spielen möchte und alles selber herausfinden möchte. Es ist nur teilweise eine Hauptquest, also es wird nicht über die Hauptquest verbunden. Allerdings finden wir da auch ein Artefaktteil, was wir brauchen für die Hauptquest. Und so wirst du die Mission finden, wenn die Zeit gekommen ist, über die Hauptquest, so dass du auch dieses Teil hier unbedingt noch brauchst. Zurück. Ich war mir nicht sicher, ob du noch lebst oder ob du zu mir zurückkommen würdest. Ich bin dir dankbar, aber wieso bist du nicht in dem anderen Universum geblieben? Keine Ahnung. Möglich. Trotzdem, ich weiß es zu schätzen. Es ist nicht viel, aber hier sind ein paar Dinge, die du vielleicht brauchen kannst. Du kannst auch alles andere, was du findest, gerne mitnehmen. Niemand wird es vermissen. Und ich schulde dir was. Wenn du mal einen Ingenieur brauchst, melde dich. Jetzt lass uns von hier abhauen. Wir können beide Seiten in beiden Paralleluniversen retten, indem wir die Frequenzen richtig einstellen in der Mission. Aber was ist richtig einstellen, das erfährst du hier auf der wundervollen Plattform von Google YouTube. Und dann kommen wir weiter zum nächsten Erfolg und das wäre Geheimnisse der Erde. Dafür gibt es 20 Gamerscore-Punkte und ist eine wunderbare Mission. Und über die Mission können wir auch die letzten beiden Schneekugeln finden. Ja, zuerst müssen wir ins Sol-System, auf die Erde und die NASA-Startrampe ganz viel erledigen. Und ganz zum Schluss müssen wir nach Gunnibu. Und dort hierhin reisen und dort noch ein Artefakt einsammeln und letztendlich bekommen wir dann das Achievement. Insgesamt ist das eine sehr lange Mission und die ist auch mit vielen anderen Dingen verknüpft. Also wir müssen zwischenzeitlich auch nochmal nach Luna auf dem Mond von der Erde.
Also ganz deutlich ist bei diesem Artefakt die Frequenz der Musik ganz anders eingestellt. Das ist sehr auffällig. Das hört sich komplett anders an als die anderen. Ja, es ist halt die Erdmission. Diese Mission passt auch zum nächsten Achievement. Wir sollen 20 Quantum Essence einsammeln. Und ja, bei der Erdmission in der NASA-Startrampe werden wir viele Sternenblüter treffen. Und wenn wir die töten alle, dann bekommen wir jeweils immer ein Quantum Essence. Quantum Essence sind jetzt nicht die Kräfte, das wird meistens falsch verstanden. Also mit den Quantum Essence verstärken wir nur die Kräfte, allerdings ist das auch kein Level-Up. Das sind Teile, die wir automatisch einsammeln, wenn wir einen Sternenblut töten. Und damit können wir Kräfte verstärken, aber nur temporär. Allerdings können wir die auch verstärken in unserem Tempel. Also wenn wir auf Tempeljagd gehen und Kräfte sammeln, dann ist ab einem bestimmten Zeitpunkt der Story immer ein Sternblut am Ende. Ja, es gibt 24 Tempel. Welche Technologie die Sternenblüter besitzen müssen, um so etwas zu bauen? Für das Achievement einsammeln. Es gibt 24 Tempel und bei den meisten wartet am Ende ein Sternblut. Wenn wir den ausschalten, dann haben wir ja auch das Achievement ausgelockt. Den Fortschritt sehen wir über das Kräftemenü links unten in der Ecke Quantum Essence. Dann kommen wir zum nächsten Achievement, das geringere Übel. Dafür gibt es 10 Gamerscore-Punkte. Das ist eine Mission über die UC. Das schauen wir uns jetzt mal hier genauer an. Wir haben das Missionsbriefing hier. Vorteil bei diesem Missionsstrang ist eben, dass du Hadrian als deinen Begleiter zufügen kannst. Wir sollen für Victus einen Auftrag erledigen. Das machen wir hier. Wir sollen ein Raumschiff kapern. Wir müssen dafür natürlich die Triebwerke ausschalten, damit wir das Raumschiff betreten können. Notfall registriert. Lukenüberbrückung aktiviert. Fehler. Dateilöschung nicht durchführbar. Beende Vorgang. Isa wird Sicherheitsprotokolle haben, die du nur mit ihrer Hilfe überwinden kannst. Schon gut. Wir beschützen die Galaxie, Captain. Wir sollten alle verfügbaren Werkzeuge nutzen. Auch dieses Achievement haben wir freigeschaltet und dann kommen wir auch gleich zum nächsten. Das geschmiedete Vermächtnis, auch ein UC-Quest. Das ist bereits das 42. Achievement hier im Video. Und dafür gibt es 30 Gamerscore-Punkte. Die Xanon-Quest-Reihe wird weiter vorangespielt und dann kommen wir auch an diesen Punkt hier an. Wir bekommen dadurch unsere Wohnung auf Jemison. Deswegen habe ich Kaisa von Orleys umprogrammieren lassen. Dich von der alten Kiste dahin führen lassen, wo ich die Pflanze vor Jahren gefunden habe. Alles, damit ihr Erfolg habt. Das Freestar Collective einweihen? Warum?
Damit sie noch was haben, um es gegen uns zu verwenden? Nein, ich möchte die wahren Absichten der UC offenlegen, nämlich, dass die Pflanze nie wieder als Waffe benutzt werden wird. Schön, dass du dich nicht vor etwas angewandter Genetik fürchtest. Die Forschungsdivision stimmt voll und ganz zu. Es gibt keine andere Organisation in der Galaxie, die dazu fähig wäre. Absolut richtig. Dieses Projekt ist in unseren Händen weit und breit am besten aufgehoben. Ruhe, bitte. Und Major Sanon? Dr. Walker, ist das Ganze akzeptabel? Wir vertrauen dem Urteil des Captains. Dann wäre die Sache geklärt. Wir beginnen sofort mit dem Prozess. Heute ist der erste Tag der Terramorph Management Division der United Colonies. Und ihr drei seid die Gründungsmitglieder der TMD. Das Kabinett möchte dieser Gruppe gebührenden Dank erweisen. Heute werden wir unsere Reihen um drei Bürger der Klasse 1 erweitern. Klasse 1? Für uns drei? Ist das ein Scherz? Was er damit sagen will, ist: Danke, Ma'am. Oh ja, ja. Danke, Ma'am. Ihr habt es euch verdient. Und jetzt haben wir einiges zu tun. Major Sanon, Dr. Walker, ich hoffe, ihr zwei seid bereit, weiterzumachen und die Forschung der TMD auf dem Mars voranzutreiben. Das wäre uns eine Ehre. Und nun zu dir, Captain. Die Vanguard wird die TMD nach Kräften an der Oberfläche unterstützen. Da du der Vanguard und der TMD angehörst, finde ich, dass du dir deine Aufgaben aussuchen kannst. Sprich mit deinem Commander, Tuala, wenn ich mich nicht irre. Er sollte dich in Zukunft mit Aufträgen versorgen können. Und er hilft dir auch, die Vorteile der Klasse 1 in Anspruch zu nehmen. Im Namen der gesamten United Colonies sprechen wir dir unseren Dank aus. Das Treffen ist vertagt. Okay, Achievement freigeschaltet bei der UC. Und dann passend dazu holen wir uns auch das Achievement von den Freestar Rangers ab. Wir schließen die komplette Freestar Ranger Questlinie ab und dafür bekommen wir auch noch ein Raumschiff und einige andere Belohnungen. 30 Gamerscore-Punkte obendrauf, die gibt es. Und über die Mission müssen wir noch einen Abstecher nach Hooktake machen und da haben wir eine Entscheidung, oder da steht noch eine Entscheidung für uns bereit, die wir treffen müssen. Wie auch immer du dich entscheiden wirst, du bekommst das Achievement für den Abschluss der Mission. Lieber hätten wir im Krieg unsere Flagge in New Atlantis gehisst. Du hast eine heiße Spur zu den Söldnern, die mein Schiff gestohlen haben? Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Ach ja. Also, spann mich nicht so auf die Folter. Hier ist deine Marke. Trage sie mit Stolz. Aber vergiss nicht, für welche Verantwortung sie... Macht mich wahnsinnig stolz auf dich. Gut gemacht. Das wirst du, Ranger. Ein Hoch auf den neuen Ranger. Ich habe vor ein, zwei Jahren was mit Ron Hope getrunken. Wer verträgt was? Ich wollte eigentlich nur... Okay, da haben wir unser neues Raumschiff. Die Registrierungsgebühr entfällt. Musst du wirklich all diese Sachen mit dir rumschleppen? Und dann fehlt eigentlich nur noch bei den Fraktionen Rujin, Wuljin, Industries. Du bist jetzt Ranger, was? Freut mich. Ja, jetzt werden unsere Stealth-Fähigkeiten geprüft und wir müssen erstmal Rujin Industry beitreten. Dafür bekommen wir 10 Gamerscore-Punkte und wir müssen erstmal ein paar Botengänge erledigen.
Oh, die Bestellung für Ryujin. Du bist wohl neu. Was ist mit Tomo? Hat er endlich die Ich wurde gefeuert. Das ist passiert. Und dieser seelenlose Roboter ist mein Ersatz. Tomo, es tut mir leid. Ich weiß, wie du dafür geschuftet hast. 4 Jahre habe ich Kaffee geholt und bin der arroganten Ularu Chen in den Arsch gekrochen. Und dann ersetzt mich so ein Niemand? Wenn nicht, tja, du weißt, was dann passiert. Du kannst nicht so gut sein. Noch nicht. Ja, das hoffe ich. Ich würde das gern denken. Pass auf. Irgendwann setzt Ularu dich wirklich auf mich an. Vergiss das nicht, okay? Dass ich dir die Chance gegeben habe, mich umzustimmen, als ich dich umlegen wollte. Du bist entweder einer von den wenigen guten Menschen in Neon, oder du weißt schon, wie man Druckmittel gegen jemanden sammelt. Nur offen zu bleiben. Und danke für den Kaffee. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Ich hoffe, die Begrüßungsrunde hat dir gefallen. Ich dachte, du solltest vielleicht wissen, wessen Jobs deine Arbeit berührt. Sehr dramatisch. So viel also zur Chefetage. Es wird Zeit, an die Arbeit zu gehen. Wir haben Grund zur Annahme, dass unsere Freunde von Keltcorp unsere F&E-Server hacken wollten, da wir gerade um einen Auftrag konkurrieren. Weiter geht es mit dem 45. Achievement. Dafür müssen wir die Schuldigen abschließen und wir bekommen 10 Gamerscore-Punkte dafür. Sie kennt die Konsequenzen eines Verrats an Ryujin. Das macht sie gefährlich. Sollte tatsächlich das Schlimmste eintreten, würde ich dich nur bitten, gründlichst nach irgendwelchen Beweismitteln in ihrem Besitz zu suchen. Tag der offenen Tür ansiehst, desto besser. Keine Spirenzchen. Das Syndikat lässt dich vielleicht allgemeine Bereiche durchsuchen. Aber falls dich jemand beim Schnüffeln in Privatquartieren erwischt, dann solltest du auf Gegenwehr vorbereitet sein. Zusammenzufassen. Und bis dahin hat Masaku deine Anwesenheit in der F&E-Abteilung erbeten. Du sollst in Vina Kalras Büro kommen. Wenn ich diese Beweise analysiert habe, brauche ich vielleicht deine Hilfe. Und kein Wort zu niemandem. Ich präsentiere dem Vorstand alles, wenn ich einen vollständigen Bericht habe. So, geschafft. Und weiter geht es mit der Chefetage. Aber bevor wir da ankommen, müssen wir erstmal nochmal Sabotage abschließen. Und in der Mission werden unsere Stealth-Fähigkeiten ordentlich auf die Probe gestellt. Aber hier gibt es 30 Gamerscore-Punkte, um das alles abzuschließen. Hätte der Tag doch ein paar Stunden mehr. Wenn du etwas zu sagen hast, halt dich kurz. Ich will mir vor dem Meeting meiner Argumente sicher sein. Das hast du richtig gehört. Alles deutet darauf hin, dass Infinity LTD für uns Pandoras Büchse wäre.
Erkläre mir, warum Infinity eine gute Investition ist. Etwas Lachen könnte mir gut tun. Etwas Zuversicht bei den Verhandlungen würde in dieser Situation durchaus viel bewirken. Vielleicht konzentriere ich mich wirklich zu sehr auf die Nachteile. Na, sieh mal einer an. Ich glaube, du hast mich überzeugt. Ein Talent wie du gehört in den Gerichtssaal. Der interne Neuroamp wird den Erfolg von Ryujin Industries für mindestens die nächsten 10 Jahre garantieren. Warum sollten wir ihn jetzt aufgeben, da er funktioniert? Sobald die Öffentlichkeit von den Möglichkeiten dieser Technologie erfährt, wird es einen enormen Aufruhr geben. Na schön. Wer ist für die Einstellung des Dominion-Projekts? Ich. Wer ist dagegen? Ich. Vina, bereite Dominion zur Einlagerung vor. Imogen hat sich in dir nicht getäuscht. Wie versprochen habe ich hier deinen Bonus. Ich hoffe, die Summe ist deinen Mühen angemessen. Außerdem hast du dir eine Beförderung mehr als verdient. Glückwunsch! Du hast es verdient. Was die Details angeht, wäre es sicher angebracht, dass jemand aus Operations dir alles erklärt. Ja, über die ganze Questlinie schalten wir die Fähigkeit Manipulieren in unserem Skilltree frei. Automatisch wird der erste Perk Point darauf gesetzt. Und dann kommen wir zum Kontraband Achievement. Dafür habe ich auch noch ein eigenes extra Video gemacht. Wir bekommen insgesamt 10 Gamerscore Punkte dafür extra. Ich habe den Crimson Fleet die Raumschiff geklaut, einen Kontraband Koffer hier in die Ecke geschmissen. Das hole ich mir ab. Mein Raumschiff hat 190 an Abschirmkapazität und ich bin in die United Colonies reingeflogen. Manchmal sage ich immer Freestyle Collective, aber Jameson ist eben im UC-kontrollten Bereich und da wir können auch dahin fliegen und den Scan-Prozess über uns ergehen lassen. Und wenn wir einen Raumschiff mit einer hohen Abschirmkapazität haben, dann können wir den Scan passieren. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Alles abgeschlossen. Viel Spaß in New Atlantis. Weiter geht es mit dem Achievement. Mein Ziel liegt in den Sternen. Das schauen wir uns nochmal genauer an. Und zwar ist das hier. Und wir bekommen dafür 20 Gamerscore-Punkte. Wir müssen alle Sternensysteme besuchen. Und auch dafür habe ich schon ein Guide-Video gemacht. Ich habe euch alle doppelt und dreifach Sternensysteme gezeigt. Und mehr als einmal. Die könnt ihr gezielt jetzt abarbeiten. Guck dir das an. Ja, für das Achievement müssen wir eben alle Sternensysteme besuchen. Das ist selbsterklärend. So, und dann geht es auch weiter zum nächsten Achievement Nummer 49. Also das Video ist gleich zu Ende. Und für das Achievement hier im Video 49 müssen wir Level 100 erreichen. Und ja, das ist selbsterklärend. Wir müssen Level 100 erreichen. Griff nach den Sternen. 100 Gamerscore-Punkte gibt es dafür und wird für immer ein Ra-Achievement sein. Hier ist es bei mir passiert. Hier habe ich es erreicht. Bereit zu sterben.
Und damit ich euch nicht zu viel am Anfang spoilere, habe ich natürlich das Ende ans Ende gesetzt, damit ihr möglichst lange spoilerfrei hier im Video schauen könnt. Ein riesiger Sprung, dafür gibt es 50 Gamerscore-Punkte und man muss die Hauptstory dafür abschließen. Du bekommst dann eben die Möglichkeit, ein Paralleluniversum weiterzukommen, oder du verbleibst einfach in dem Universum, wo du gerade bist. Also wenn man die Kräfte alle hochleveln will, muss man weiter ins nächste Universum, weil man kann nur ein Level haben pro Universum. Es hat auf jeden Fall seine Vorteile, wenn man sofort am Anfang alles durchrascht. Wenn man das nächste Universum spielt, dann sind bei den ganzen Dialogoptionen, die man erfolgreich gemeistert hat, eine weitere Option dazugefügt worden, und das ist dann immer Sternenblut, und damit kann man jeden Dialog abkürzen. Ja, und außerdem hast du deine Powerkräfte und kannst zum Beispiel die ganzen Planeten schneller farmen. Du musst nicht mehr mit deinem Scanner überall hin. Du kannst alle Rohstoffe einfach mit deiner Kraft einsammeln. Das wird auf jeden Fall enorm viel Zeit sparen. Du bist nie wirklich überladen, weil du die Tragfähigkeit ausgleichen kannst mit einer eigenen O2-Atmosphäre, die du auch über deine Kräfte auslösen kannst, jederzeit. Und schwere Gegner kannst du einfach einfrieren und all solche Dinge. Das Spiel ist auf jeden Fall darauf ausgelegt, dass man es sehr lange und häufig spielt. Dann bin ich noch gespannt, was alles auf uns zukommt und welche Updates es für die Zukunft noch für Starfield geben wird. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze in Zukunft machen werde. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie noch lange warten werde und bis alle DLCs veröffentlicht sind und dann alle DLC-Achievement-Video mache. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, dir hat es gefallen und es ist ein cooler Flashback für dich. Und ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag hier auf YouTube. Bis dann. Tschüss. Das war großartig. Hier gibt es viel zu stöbern. Hast du, was du brauchst?